Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute hier mit euch gemeinsam erwacht. Ich bin da und ich habe einige Neuheiten hier von Fenty Beauty. Allerdings wollte ich dieses Video so ein bisschen anders machen als einfach nur eine klassische Review. Denn ich habe mittlerweile sehr, sehr, sehr viel Make-up von Fenty Beauty hier. Und ich habe auch eine Meinung dazu. Und zwar habe ich wirklich in den letzten zweieinhalb Jahren, seitdem es Fenty Beauty gibt, einige Tops und einige Flops mit dabei gehabt. Und die möchte ich heute mit euch so ein bisschen besprechen. So ein bisschen als kleinen Guide. Was lohnt sich vielleicht nicht? Meiner Meinung nach natürlich. Und wir schminken einen schönen Look. Ich habe eine Idee im Kopf und ich werde mit euch ein Full-Face-Fenty machen, aber mit diesem Twist, mit Neuheiten und mit meiner Meinung. Denn ihr wisst, Fenty Beauty ist nicht gerade die günstigste Marke hier auf dem Markt, aber wirklich eine der spannendsten. War es zumindest, denn ich saß neulich hier und habe gesehen, was alles neu kommt. Ich kriege dann immer eine E-Mail, das sind die News, die es jetzt von Fenty Beauty gibt. Und ich saß da und dachte mir so, what is that? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Zeiten in der Make-up-Industrie gerade ziemlich doll ändern, beziehungsweise im letzten Jahr eigentlich. Und auch das möchte ich mit euch ein bisschen besprechen. Ich hoffe, es geht euch aber natürlich gut und ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Ich glaube, am Montag geht das Video online. Falls nicht, hoffe ich, dass das nächste besser wird und ich freue mich riesig mit euch auf dieses Video. Wir starten als erstes mit dem ersten Produkt und das ist der Pro Filter Hydrating Primer. Kleine Review zu den Fenty Skin Produkten, liebe ich. Es gibt keinen Flop von Fenty Skin, was ich nicht mag. Man muss so ein bisschen aufpassen, wie man was benutzt. Dazu komme ich aber demnächst, denn ich habe hier eine riesengroße Kiste mit aufgebrauchten Produkten und da kriegt ihr dann die Langzeit-Review zu den Fenty Skin Produkten. Wir benutzen den Primer. Das ist dieser etwas rosane. Ich mag den Geruch von dem sehr gerne. Das ist eine sehr gelige Konsistenz, der sich recht frisch auf der Haut anfühlt und man braucht nicht viel davon. Also das ist ein Primer, wo ich sage, das ist okay. Und wir müssen so ein bisschen differenzieren zwischen alten Fenty-Produkten und den neuen Fenty-Produkten, weil als Fenty Beauty auf den Markt gekommen ist, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, oder hatte ich nicht nur das Gefühl, es war einfach so, haben sie die Beauty-Industrie komplett verändert. Bis Fenty Beauty mit der Foundation rauskam, gab es keine Marke oder sehr wenige Marken zumindest, die diese Inklusivität gelebt haben. Und das ist ein ganz spannender Teil. Inklusivität ist ja nicht nur, ich habe 40 Farben von einer Foundation oder ich glaube, Fenty hat sogar über 50 mittlerweile. Auch in der Werbung, in der Präsentation, wie präsentieren wir die Marke nach außen hin, schon sehr inklusiv ist, was so ein kleines Erdbeben in der Beauty-Industrie ausgelöst hat, weil das gab es vorher nicht. Ihr dürft halt nicht vergessen, in der Kosmetikindustrie ein Großteil aus Europa kommt, Frankreich. Chanel, Dior, das sind alles recht klassische europäische weiße Marken. Und das ist heute einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das hat sich da auch natürlich geändert. Aber durch Fenty, die ja einen riesen Run bekommen haben, hat sich das komplett geändert. Und viele, viele andere Marken haben das übernommen. Zu spät, aber richtigerweise. Wir kommen zur Foundation. Jetzt wird es ein bisschen spannend, denn das war tatsächlich der Knackpunkt für dieses Video. Ihr kennt ja mittlerweile alle diese Foundation hier. Das ist die Pro Filter Foundation. Die ist ganz nett. Es gibt aber auch die Pro Filter Hydrating Foundation. Und es gibt recht neu die Eastdrop Foundation. Die mag ich persönlich sehr gerne. Jetzt kam aber Fenty mit der Soft Matte Mini Foundation raus. Das ist diese hier in Mini. Und ich weiß nicht, wie ich zu Mini-Produkten stehe. Ihr werdet es gleich sehen, dass sich viele Produkte halt irgendwie immer wiederholen, aber in einem anderen Design. Die gibt es jetzt für Mini. Jetzt, wenn man irgendwie vielleicht mal wieder reisen kann oder so, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ist aber leider die falsche Farbe. Deswegen werde ich tatsächlich jetzt so ein bisschen... Ich muss mal gucken, wie die Farben aktuell sind. Das ist die 195. Die ist zu hell, offensichtlich. Die 190, die hat sich zersetzt. Ist auch zu hell. Und wir haben die Eastdrop Foundation in der neuen und ich glaube, die ist ein Stückchen zu dunkel. Klassiker.
Ich werde heute mit der Eastrop Foundation arbeiten, in der neuen allerdings einen kleinen Twist reinbringen. Und zwar gibt es auch von Fenty diese Bright Fix Eye Brightener. Freunde, als ich das gesehen habe, ich war so hyped da drauf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ihr wisst, ich habe recht starke Augenringe. Ich trage jeden Tag Color Correction. Und ich dachte mir, das Ding könnte meine Rettung sein. So, und dann kam das raus und ich habe das herbekommen. Und ich war so enttäuscht. Das ist, als hättet ihr Concealer mit 10 Kilo Puder gemischt. Und das sieht furchtbar unter den Augen aus. Ich nehme jetzt die Eastrop Foundation. Da hat sich eine ganze Review zu gemacht. Die mag ich sehr, sehr gerne. Und mische mir aber von diesem Bright Fix die Farbe Peach ein bisschen rein. Weil mein Unterton ist tatsächlich recht peachy. Ich mische mir das so ein bisschen auf meiner Mischplatte und kriege dadurch ein etwas wärmeres Ergebnis. Bei Fenty, ich habe mir eine Foundation mal selber gekauft und der Rest kommt halt oft in PR-freundlicher Weise und da ist es natürlich immer so ein bisschen schwierig mit den Farben, deswegen machen wir einfach das Beste draus. Ich arbeite das Ganze selbstverständlich auch mit meinem Microfiber Multitool ein. Nochmal hier an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für den Support. Es gibt auf meiner Webseite jetzt die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen und wir arbeiten auf Hochtouren an einem Restock. Ich nehme mein Microfiber Tool und arbeite mir das erstmal ein. So, okay, kommen wir zurück zum Tee zu Fenty Beauty. Die Base-Produkte oder die Tarnprodukte, also die ganzen Foundations, die Puder, die ja, Concealer auch, die Farbrange ist fantastisch und da habe ich nichts dran auszusetzen. Wir kommen aber dann zu diesen dekorativen Produkten wie Lidschattenpaletten, Highlightern und so. Da bin ich auf eure Meinung super gespannt, wie ihr dazu steht. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass meine Erwartungshaltung an Marken durch andere Marken super beeinflusst wurde. Wow, wie sehe ich denn aus? Wir kriegen das hin. Super beeinflusst wurde. Und Fenty macht halt nicht das, was beispielsweise Colourpop macht, mit 10 Kollektionen die Woche rauskommen, aber sie bringen halt viele Produkte mehrfach wieder raus. Und das ist etwas, was mich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht abhält, die Sachen zu benutzen, aber ich habe so ein bisschen den Hype verloren. Und das ist sehr, 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 sehr schade, weil ich die Sachen einfach fantastisch finde. Ihr werdet es gleich sehen. Das Endergebnis wird wahrscheinlich super gut aussehen. Aber Foundations sind top. Da kann man nichts sagen. Ich bin nicht so ein Freund von der Pro Filter Foundation. Die ist ein bisschen zu trocken für mich. Die funktioniert aber sehr, sehr gut mit dem Fenty Skin Hydro Visor, dem, ja, wie heißt es? Sonnenschutz. Der ist fantastisch. Musst du dir mal vorstellen, ne? Da bringt eine Marke 200 verschiedene Farben Foundations raus und ich sehe so aus. Die Foundation ist einmal eingearbeitet, fantastisch, tolles Finish, toller Effekt auf der Haut, liebe ich. Wie gesagt, mit den Minis weiß ich nicht, ich persönlich brauche das nicht, aber ich verstehe schon die Idee dahinter, wenn man mal, weiß ich nicht, auf Geschäftsreise ist oder unterwegs ist oder irgendeinen Termin hat und so ein bisschen Foundation mitnehmen möchte, dann will man natürlich nicht die 10 Kilo schwere Glasflasche mitnehmen. Ist okay. Bis dahin alles fein. Ich trage mir ein bisschen Concealer auf. Ich habe nicht mehr den Fenty Concealer. Ich mochte den aber ganz gern. Ich verlinke euch alle Fenty Videos oben in dem i, die ich jemals gemacht habe. Ist eine Menge. Und da habe ich auch den Concealer getestet. Erschreckt euch bitte nicht. Ich sah aus, also komplett anders aus. Den Concealer aufgetragen. Und jetzt setten wir das Ganze. Ich meine, dass es nur ein Setting Puder in Transparent von Fenty gibt. Das habe ich nicht. Ich habe diese Powder Foundation. Das ist die Pro Filter Soft Matte Powder Foundation in der Farbe 180. Ich weiß nicht, warum ich nur 180 oder 190 habe, wenn es scheinbar nicht passt. Egal. Das ist eine Powder Foundation. Auch dazu habe ich eine Review gemacht. Und das Ding da ist, und deswegen ist mir das wichtig, dass ich das auch offen kommuniziere. Weil es bringt nichts, wenn ich euch hier Quatsch erzähle, weil ihr kauft das dann und ihr ärgert euch dann. Die hat ein wunderschönes Finish. Zuerst pudrig, ne? Powder Foundation, ganz klar, aber nicht so trocken. Aber die verändert innerhalb von 2-3 Stunden ihre Farbe und ihr seht aus wie ein Oompa Loompa. Sehe ich das jetzt schon? Ja. Möchte ich noch mehr so aussehen wie ein Oompa Loompa? Nein. Deswegen nur als Setting Puder. Ich gehe rein, kann unter meinen Augen
so ein klitzekleines bisschen setten. Das ist nicht so creased, den Rest machen wir gleich. Ich möchte nämlich noch hier einen Blush benutzen. Das ist ein Cream Blush. Der ist in der Farbe Summertime Wine. Das ist meine liebste Farbe davon. Es gibt aber auch super, super spannende Herbstfarben. Ein Orange, ein Lila, ein. Wirklich, schaut euch auf Sephora an. Die Dinger sind ihr Geld wert. Die kosten, glaube ich, 16 Euro, teilweise manchmal sogar nur 12 bei Sephora. Ihr Geld wert. Könnt ihr auf die Augen geben, könnt ihr auf die Wangen geben, könnt ihr überall hingeben, wo ihr wollt. Ihr könnt es theoretisch, na bitte nicht, essen. Ich habe auch hier den Fenty Brush. Auch der ist einer der besten Face Brushes, die es meiner Meinung nach gibt. Ich gehe hier rein. Die sind extrem pigmentiert. Ich arbeite mir das erstmal hier auf der Hand auf und setze mir das dann hin. Das ist ein, ich würde es fast als Cream to Powder Finish bezeichnen, aber es ist nicht so Cream to Powder, wie man vielleicht von anderen Marken das kennt. Das ist nur eine ganz, ganz zarte, pudrige Textur, hinterlässt ein sehr, sehr schönes, frisches Gefühl auf der Haut und ist nicht so matt. Also, ihr habt nicht das Gefühl, dass es euch gleich wegrutscht, aber ihr könnt damit ganz, 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 ganz einfach die Produkte aufbauen. Selbstverständlich gibt es auch Cream Bronzer von Fenty. Auch die waren damals Game Changer. Benutze ich immer noch sehr, 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 sehr gerne. Ich nehme denselben Pinsel und gehe in die Farbe Amber. Das ist ein Grau. Das ist richtig, richtig grau und ist perfekt für die Kontur. Aber eigentlich nur an dieser Stelle, um den Schatten zu erzeugen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann, schaut mal, das ist richtig grau. Mit einem wärmeren, ich habe hier Macchiato, das Ganze so ein bisschen ausblenden. Ihr seht, da ist schon wirklich gut benutzt, das Gasting. Arbeite ich mir auch hier in die Hand ein und gehe dann einfach hier rüber. Wenn ihr auf Cream Bronzer steht und ihr nicht unbedingt nur Drogerie haben wollt, go for it. Wirklich fantastisch. Sie halten den ganzen Tag. Sie sehen schön aus auf der Haut. Sie legen sich, ihr seht, ne, wie wet dieses Ergebnis auf der Haut ist. Definitiv ihr Geld wert. Ganz, ganz klar. Ich gehe dann einfach nochmal mit ein bisschen Puder rüber, um das Ganze so ein bisschen zu setten und diesen recht intensiven Glow wegzunehmen. Dafür ist es perfekt und das gibt auch noch so einen kleinen Touch der Kraft. Aber also mir hat es gar nicht getaugt als Foundation. So sieht die Base doch schon gar nicht schlecht aus. Und das waren jetzt aber alles Produkte, die es schon eine Weile gab und wo man gesagt hat, als sie rausgekommen sind, Bombe, hat vieles verändert, sind sehr, sehr gut. Jetzt, Freunde, wird es ein bisschen spannender. Ihr erinnert euch doch sicherlich alle an diese Diamond Bomb-Dinger. Das sind diese durchsichtigen Highlighter mit diesen extremen Glitzerpartikeln. Und jetzt gibt es eine Palette. Das ist die Diamond Bomb Triple Dip Palette, wo drei verschiedene Nude-Farben mit drin sind. Wir haben so einen rosanen Ton, einen etwas goldeneren und einen recht dunklen Ton. Die Textur und die Formulierung von denen sind super. Ich habe es nur noch nicht ganz verstanden. Für mich persönlich hätte ich dafür aber nicht eine Dreierpalette gebraucht, sondern ich finde das einzeln immer eher ein bisschen schöner. Denn das sind nicht bestehende Farben, sondern diese Farben sind angelehnt an den Lippen, Lipglossen. Cool, mega, es passt dann alles gut zusammen, ist sehr harmonisch, aber ich persönlich hätte eigentlich mir nur am liebsten eine geholt. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Brush, das ist von der Letizia, und wir gehen hier in den rein. Die sind extrem wet auf der Haut. Also das ist Glitzer, das ist pures Glitzer, aber nicht so grob. Schön. Ihr seht's, ne? Das ist Glow, sieht aus wie nass, als hätte ich das nicht gesettet. Aber ihr habt halt grobe Glitzerpartikel mit drin. Und ich glaube auch, dass sie die Formulierung ein bisschen geändert haben, weil ich erinnere mich an diesen Diamond Bomb, den ersten, diesen Milk, durchsichtig weiß. Der hat sich innerhalb von ein, zwei Stunden so ein bisschen gelöst und du hattest dann das komplette Gesicht voll mit Glitzer. Das ist bei den neueren nicht mehr so. Wunder, wunderschön. Ich swatch euch nochmal kurz die anderen Farben. Hier ist der dunklere. Ne? Also für die Augen ist es ganz gut, aber ich würde die halt nicht unbedingt auf den Augen benutzen. Wenn ihr dunkler seid, dann könnt ihr, glaube ich, alle drei benutzen. Ich kann eigentlich jetzt nur die hellere benutzen, was völlig in Ordnung ist. Ich bin ja nicht das Maß aller Dinge. Aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine, ne? Das hätte ich mir einzeln gewünscht. Und andere Sachen in Paletten. Und wir kommen auch gleich zur nächsten Palette. Und ihr kennt sicherlich diese Snap Shadows. Das sind diese, ich glaube, es sind Sechserpaletten, gibt es in vielen verschiedenen Farben, die man so aneinander ranklatschen kann. Jetzt kam die Bomb Posse Mega Mix and Match Eyeshadow Palette raus. Die kann man mit dieser hier
zusammenpacken. Super praktisch, iconic, liebe ich dieses Konzept. Aber jetzt kommen wir zu der Palette. Und tell me, vielleicht ist es genau das, was gerade gewünscht ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle Lidschattenpaletten jetzt wieder in diese Classic Standard Braun Richtung gehen. Schaut euch bitte die neue Jaclyn Hill und Morphe Version 728.000 an. Haben wir doch schon, oder? Was hier das Konzept dahinter ist, die Farben sind angepasst, vor allem die Shimmers, an die Glossbombs. Cool, cute, verstehe ich. Ich weiß es nicht. Schreibt mir bitte unbedingt, was da ist. Ich habe das so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Ding ist, nicht nur bei Fenty, sondern auch bei vielen, vielen anderen Marken. Sie bringen jetzt sehr, sehr standardmäßige Produkte raus, wo man sich nicht was getraut hat. Von den Farben her beispielsweise. Vor Weihnachten. Klar, ich verschenke lieber so eine Palette an jemanden von euch, weil ich weiß, jeder wird die tragen irgendwie, aber eine Neongrüne ist so ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich habe aber auch nur eine andere Vorstellung von, was wünsche ich mir eigentlich an Lidschatten. Vielleicht habt ihr da eine Idee, vielleicht habt ihr eine ähnliche Meinung oder eine andere. Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Wir schminken jetzt auch was mit dieser Palette. Und zwar wollte ich mal was ausprobieren. Es gibt im Moment diesen All-Matt-Trend. Den möchte ich unbedingt testen. Und zwar gehe ich mit einem fluffigen Blendepinsel hier rein. So gut wie gar kein Kickback. Der Spiegel ist sehr, sehr gut. Und die setze ich mir einfach in die Crease. Es wird ein sehr langweiliger Look. Aber was soll ich mit dieser Palette machen, ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl bei der Palette, dass die Personenreihe recht begrenzt ist, aber der Highlighter ist wunderschön. Okay, den lasse ich hier liegen, der gefällt mir sehr, sehr gut. Extrem pigmentiert, kann ich nicht so sagen. Schöne Farbe, ist nicht ganz so braun, wie ich gedacht habe, sondern hat so einen leichten Rosé-Touch mit drin. Finde ich persönlich jetzt aber nicht schlecht. Ich nehme mir einen sauberen Pinsel und gehe in den Ton und so ein bisschen gemischt, um einfach die Kante hier sauber auszublenden. Ja, schöne Palette, aber ja, ist nett. Ich habe es vorne extra ein Stückchen dunkler gelassen, denn wir gehen jetzt hier in dieses dunkle Chocolate Brown und setzen uns das auch hier vorne hin, aber ein bisschen tiefer und ziehen das einfach durch die Crease. Ach, ich muss das abmachen, das ist mir zu schwer. Klitzekleines bisschen fleckig gerade, das kann aber auch am Pinsel liegen oder an der Base. Ich baue das richtig schön auf. Ich probiere es jetzt ein bisschen anders zu machen als eigentlich gedacht. Also versteht mich bitte nicht falsch. Das ist eine wunderschöne Palette und ich würde da wahrscheinlich jeden Tag zugreifen. Aber ich wünsche mir von Fenty so langsam mal was Mutiges an Lidschatten. Es gibt eine riesengroße Lidschattenpalette. Irgendwie ist die völlig untergegangen, glaube ich. Moroccan Spice oder so hieß die. Und dann halt diese kleinen, da gab es dann mal so eine grüne, aber ich bin nicht so ein großer Freund von den Lidschattentexturen von Fenty. Die Farben sind einmal drauf, gefällt mir schon ganz gut. Hier will ich noch ein bisschen verblenden. Und jetzt möchte ich mal diesen super modernen Lidschattentrend testen. Keine Ahnung, wie er mir gefällt. Ich nehme einfach einen Concealer und einen flachen synthetischen Pinsel. Und wir ziehen uns jetzt eine Cut Crease. Allerdings nicht so eine klassische Cut Crease wie früher, sondern weiter vorne. Wir vergrößern so ein bisschen unsere Lidfläche künstlich. Seht ihr das? Ich ziehe es wirklich viel, viel weiter nach vorne und trage dann recht viel Concealer auf, denn es wird ein heller, matter Look. Schaut beim Cut Crease Ziehen immer in verschiedene Richtungen, weil jetzt hätte ich gedacht, dass es hier schon reicht, aber im Vergleich zu hier ist hier viel, viel weniger Platz. Das heißt, ich muss hier die Cut Crease vergrößern. So, und jetzt nehme ich meinen Finger und blende den Concealer hier am Rand so ein bisschen diffuser aus. Und jetzt müssen wir gucken, wie es funktioniert. Jetzt wird es nämlich spannend. Wir pressen jetzt diesen Ton, diesen hellen Ton, auf den Concealer. Komplett. Aber ich glaube, ihr wisst, in welche Richtung ich gehen wollte. Und jetzt müssen wir hier außen das so ein bisschen wieder hier reinblenden. Ich gehe erst in das Braun und dann in das dunklere Braun. Alright, ich liebe den Look gerade. Das bleibt tatsächlich ein matter Look. Die Shimmer möchte ich jetzt nicht benutzen. Ich kann euch aber gerne mal ein, zwei swatchen. Hier, hier, hier. Sehen recht gut aus. Eins, zwei, drei. Okay. Ja, also ihr seht, eigentlich ist der braune nur intens. Jetzt, Freunde, ziehen wir einen Eyeliner. Und zwar gibt es den Flyliner in Braun. Der hat eine recht
stabile Spitze, sieht zumindest so aus und ich möchte das so ein bisschen Cat-Eye-mäßig machen. Ich brauche Platz, brauche einen Spiegel und schaue jetzt so ein bisschen von unten hier lang. Das ist richtig braun. Ich dachte, das ist eher so ein dunkles Braun, aber das ist so ein Schokoladenbraun. Ich liebe die Farbe von dem Eyeliner. Wenn man den im Alltag einfach nur diesen Eyeliner trägt, ohne alles, habt den Eyeliner, aber der ist nicht so intensiv. Ich liebe braune Mascara im Moment, ich liebe braune Eyeliner. Eyeliner ist super. Ich hätte mir tatsächlich ein Stückchen dunkler gewünscht für den Look, den ich jetzt hier haben wollte. Deswegen gehe ich jetzt vorne einfach nochmal mit ein bisschen Schwarz rein. Trage mir braune Mascara auf. Das ist die Lash Paradise Mascara. Die liebe ich. Okay, ich liebe den Look gerade über alles. Classy, aber so ein bisschen spannender. Für die Lippen habe ich euch auch wieder einiges mitgebracht. Und zwar habe ich hier einmal die Slip Shine Dinger. Furchtbar. Die haben nicht so wirklich Farbe, ist eigentlich wie ein gefärbter Labello. Mag ich persönlich nicht. Was ich sehr, sehr gerne für diesen No-Make-Up-Make-Up-Look habe, sind diese Pro Kisser Luscious Lip Balms. Die gibt es auch in Farbe, haben einen tollen Geruch und auch nur so eine leichte Färbung, fühlen sich aber anders auf den Lippen an. Also ähnlich wie so ein Lippenöl, ein bisschen glowy. Ähnlich wie die Huda Beauty Honey Kiss Lip Balm. Super gut, mag ich gerne. Aber bei diesem Look natürlich brauchen wir was anderes. Und dafür trage ich mir einmal den Uncuffed Stunner Lip Paint auf. Das Füßchen ist iconic. Der braucht tatsächlich einen Moment, bis er trocken ist. Aber das Füßchen, ihr habt so viel Produkt dran. Einer der besten Liquid Lipsticks meiner Meinung nach, die es gibt. Und jetzt gibt es recht neu. Also ihr kennt natürlich diese Gloss Bomb Dinger, die gibt es jetzt in Heat seit einer Weile und sie kam erst mit so einem knalligen Rot raus. Fand ich furchtbar, die Farbe. Jetzt gibt es die aber auch in den klassischen Farben und ich habe hier Fussy Heat. Warte kurz, bis er trocken ist. Das ist ein Plumping Lip Gloss. Der bitzelt. Nicht nur ein bisschen, sondern der bitzelt und ihr habt danach echt so ein bisschen Chiara Ohofen im Gesicht. Muss man mögen, mag ich gerne. Und damit gehe ich einfach rüber. Die Gloss Bomb Texturen sind auch einer meiner liebsten Texturen. Sie sind glossy, ultra, ultra glossy, aber nicht so klebrig. Ihr seht, ich habe nicht mal was auf den Zehen und das ist der fertige Look. Freunde, was sagt ihr? Wie gefällt er euch? Ist das etwas, wo ihr sagen würdet, da würdet ihr euer Geld rein investieren in die Produkte? Vielleicht habt ihr schon Produkte von Fenty Beauty gekauft, dann schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich glaube, dass Fenty einfach so ein stabiles Sortiment aufbaut gerade und wenn die Sachen auch im Sortiment bleiben, wie diese Lidschattenpalette. Ihr seht, ich kann damit einen spannenden Look machen. Man muss so ein bisschen spielen und man muss so ein bisschen schauen, wie man ihn oder wie man sie für den Alltag nutzt. Aber ich glaube, für die breite Masse sind die Produkte fantastisch. Ich bin auf eure Meinung super gespannt. Schreibt es mir gerne einmal in die Kommentare und ich würde vorschlagen, wir sehen uns schon ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!